Hallo zu Leute heute. Die wichtigste Modeparty des Jahres ist wieder da, die Met Gala in New York. Da ist ja alles immer so ein bisschen drüber. Was sage ich? Total drüber. Besonders aufgefallen ist dieses Jahr eine, die normalerweise nicht dafür bekannt ist, viel Stoff zu tragen. Und eine Frau, hätte sie noch eine Fackel in der Hand, könnte man sie vielleicht sogar für die Freiheitsstatue halten. Immer wieder irre. Es ist das Ende einer langen Promi-Beziehung. Simone Tomalla und Silvio Heinevetter haben sich nach 12 Jahren getrennt. Es war eine Beziehung zwischen Dreharbeiten, rotem Teppich und Sportveranstaltungen. Ursula Carven hat offenbar in Griechenland geheiratet. Berichten zufolge waren auch Prominente dabei und es galt höchste Geheimhaltungsstufe. Es waren keine Posts erlaubt. Für die Schauspielerin ist das die zweite Ehe. Wer der Glückliche ist, möchte sie nicht verraten. Dafür wissen wir aber, wen sie heiraten wird. So, nach dem Glamour und dem modischen Feuerwerk der Met Gala in New York, die wir ja vorhin gesehen haben, diese Bilder, schauen wir morgen auf die Berliner Fashion Week. Wir treffen unter anderem Guido Maria Kretschmer. Und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Morgen um 17.45 Uhr. Bis dahin, einen schönen Abend. Tschüss.